Servus Leute und willkommen zu einem Video. Heute stelle ich euch wieder 5 Tech-Chapacks vor, die die Community mir geschickt hat. Da würde ich sagen, hier ein kleiner Preview. Und dann sehen wir uns bei dem 5. Platz bis zum 1. Platz Nummer 5 hat mir Baru geschickt und das heißt Blue Short Kark. Ja, also hier sieht man hier schon mal die Minischwerter. Kann man sich vielleicht von dem Namen ableiten. Aber dazu sage ich nichts mehr eigentlich. Shit. So, ihr habt nichts zu sehen. Das ist hier das Inventar. Inventar sieht tatsächlich aber nice aus. Hier schön mit Blue. Inventar auch schön sortiert, finde ich. Also das Inventar, sage ich mal, gefällt mir am meisten hier. Dann haben wir hier die Secondaries. Hier ist die Schere, auf entspannt. FNS. Enderperle sieht auch ein bisschen komisch aus, aber auch mal was anderes. Ja, das sind so die Items hier. Dann haben wir hier den Bogen. Bogen ist auch schön, schön blau. Und Angel ist auch auf entspannt. Diese mit weißen Details, blau. Blau ist auf jeden Fall eine geile Farbe. Hier war er, hier hat man ja schon gesehen. Ne, Feuer. Ist by the way auch gerade abgefuckt deswegen. Und hier die Enderperle. Yippie. So, habe ich hier den blauen Goldenapfel. Ja. Also ich verstehe nicht, wieso Leute... Gut, das Pack heißt zwar Blue, aber wenn der Apfel Golden Apfel heißt, muss er auch golden sein, Bibel, Leute, ja? Aber egal. Auf jeden Fall, die Herzen sind auch richtig geil, gefällt mir auf jeden Fall. Umrandet halt mit Schwarz innen drin. Und hier nochmal, der Crafting Table hat so ein bisschen darken Look. Der Ofen ist, glaube ich, normal. So ein bisschen, alles so ein bisschen blasser, sage ich mal. Ender Pearl sieht so aus. Hier Enchanter. So sieht es am Tag aus. Leute, die Sonne sieht actually aus... wie ein Spukball auf Wish. Nee, aber so. Das ist okay. Nacht wurde nicht verändert, Tag. Aber also die Sonne halt ein bisschen, ja. Das ist das Pack Blue Shardkark von Barrio geschickt worden. Ich würde sagen, wir kommen zu Platz Nummer 4. Der 4. Platz belegt das Faithful PP 1144 Texture Pack, geschickt von Illegaler. Und ihr seht schon direkt die sehr, sehr großen Schwerter, ja. Ich muss sagen, die Designs gefallen mir nicht wirklich, weil das ist zu schlicht, sage ich mal. Das ist auch, ich finde, es hat nicht mal so einen Faithful Style, aber ja, also ich finde es tatsächlich auch ein bisschen, ja, langweilig, sage ich mal, die Schwerter. Und vielleicht noch ein bisschen, ein Tick sogar zu groß. Obwohl, gut, zu groß bei Schwertern gibt es nicht, aber finde ich, sieht einfach langweilig aus, okay? Hier, Rüstung und alles, aber gespannt. Die Ärzte sind auch so normal Faithful sein geblieben. Da haben wir hier die Secondaries. Ja, kommen wir gleich noch dazu. Der Bogen ist auch so ein bisschen black. Die Angel hier. Ein bisschen klein, aber fein. Haben wir hier FNS. Ganz normal. Enderperle ist also ein blauer Ball. Bam. Und ich habe den Gap. Und der Gap, muss ich sagen, fühle ich gar nicht. Gefüllter schwarzer Rand ist einfach größer als der Gap himself. Aber ja. Immerhin in goldener Farbe. Also. Bogus an der Stelle. Sounds auch gleich geblieben und alles. Die Lava ist ein bisschen heller. Also, kommt mir so vor, ist auch heller wahrscheinlich. So, der Tag sieht so aus. Schöne Wolken. Chillige Sonne auf jeden Fall. Und die Nacht wurde auch geändert. Mit so einem schönen Nachthimmel mit so... Ja, sieht auf jeden Fall auch geil aus. Und der Mond. Nice. Übrigens, das Pack von Baru hätte eigentlich echt Potenzial. Aber Leute, wegen den Schwertern... kann ich das nicht mindestens Platz 4 setzen. Das geht nicht. Ja, deswegen. Platz Nummer 3 ist das 1.14 Suro Busty GG Pack. Ja, ihr seht hier schon Fail-Block. Das sind übrigens Steinzäune. Ich weiß nicht, wieso die broke sind. Hier seht ihr die Schwerter. Ich muss sagen, hier die Schwerter finde ich auch nicht geil, muss ich sagen. Vor allem hier das Dierschwert. Das ist einfach blau gedingst. Und ich weiß nicht, ich mag das auch gar nicht. Ist mir auch zu dünn, die Klinge. Ist mir auch zu dünn, finde ich. Ärzte sind gleich geblieben. Das ist die Rüstung. Die Secondaries hier. Auch relativ Standard. Fast sogar, glaube ich, sehr Classic auf jeden Fall. Hier der Bogen ist auch normal. Angel auch normal geblieben. Im Standard-Style. Hier FNS ein bisschen anders geworden. Goldenapfel hat jetzt die 1.16er Textur übernommen. Und hier die, das Inventar wird leider nicht geändert. Also das ist so... ja, Standard geblieben halt. Ja, aber das hätte ich ja echt nicht gedacht, dass hier Basti das hier so leer lässt, wenn es überhaupt von Basti ist. Also ich glaube, also Stand 14 Basti. Genau, die Herzen, auch nice, so Hardcore-Style. Die Bar ist auch ganz chillig, nur halt das Metall passt halt da nicht hinzu. Hier mal den Tag, ist gleich geblieben und die Nacht wahrscheinlich dann auch. Gut, ja, das ist Platz Nummer 3, Leute.
Und wir kommen jetzt zu Platz Nummer 2. Der zweite Platz belegt Samuel Fagio Pack 1.16.1. Ihr seht hier auch, die Blöcke sind ein bisschen gefailt. Hier, ich muss sagen, die Schwerter sind sehr pixelig, aber die gefallen mir richtig gut. Also ich feiere wirklich die Textur, vor allem hier beim Holz- und Steinschwert haben wir hier so einen weißen Band, das ist so hält wie so beim bei Birgis Pack. Das fühle ich auf jeden Fall, ist geil. Dann haben wir hier eine Axt. Das ist ja, soll ja auch ein Suru Training Pack sein. Die Axt ist sehr, sehr klein, aber auch entspannt. Hier haben wir die Secondaries, Golden Apfel, wo kommen wir auch gleich zu. Genau. Bogen ist auch geil. Auf jeden Fall. Also auch so sehr similar zum standardmäßigen, aber ich sag mal schön nochmal verfeinert. Ne? Dann hier in der Perle gleich geblieben. Golden Apfel, zack, Ala. Und ja, das ist das Pack von Samuel. Und jetzt, Leute, kommt das Inventar. Oh shit! Hier hat auf jeden Fall sein Logo reingeklatscht. Ich finde, das Türkise hier ist auch nice, nur ist ein bisschen blurry, also noch leider nicht so gut gepixelt, aber sieht trotzdem geil aus hier. Und ja, das Logo passt auf jeden Fall geil hin. Ja, ist nice auf jeden Fall. Platz Nummer 1 kommt ebenfalls von Samuel Fagio, sein 1.16.2er-Pack. Und ihr seht direkt schon mal die Schwerter. Die stechen auf jeden Fall hart raus. Und ich muss sagen, die Schwerter hier gefallen mir richtig gut. Vor allem, das hat halt irgendwie so einen Zelda-Touch. Vor allem hier das Eisenschwert, ne? Das hat irgendwie so einen Zelda-Touch. Ich weiß auch nicht. Das sieht aber richtig geil aus, finde ich. Also auf jeden Fall, weiß ich, Samuel, falls du das selbst gepixelt hast. Not bad. Sieht auf jeden Fall geil aus. Dann hier, die Erze haben so eine komische Wellenform, sind auch umrandet und so. Aber die Schwerter sind echt geil, ne? Schau mal her. Schau, das Eisenschwert sieht echt geil aus. Das ist echt geil. Dierschwert. Gut, Dierschwert ist ein bisschen auch wellenformiger. Aber ich finde, das Eisenschwert vor allem sieht perfekt aus, finde ich. Ich feiere das irgendwie mit dem Diamant hier in der Mitte. So, weiter geht's. Hier kommen wir gleich noch dazu. Dann hier mal den Bogen. Ist auch vom letzten übernommen einfach. Dann hier FNS. Sieht sehr, sehr komisch aus, vor allem hier. The fuck? Beziehungsweise eigentlich FNS geht, weil das ist ja so ein bisschen Feuer, ist ein bisschen dark. Aber hier, die Enderperle. Da fuck, Junge. Wieso brennt die Enderperle? Das ist auf jeden Fall Weird Chamber an der Stelle. Aber okay, kann man machen. Lol. Und ihr hört schon die Sounds. Ja. Leute, falls ihr wisst, von wem dieses Soundtrack ist, das ist, ich habe jetzt gegessen und so, würde mich freuen, wenn ihr das in die Kommentare schreibt, weil es würde mich echt interessieren, wer das überhaupt, ob man das weiß, wer das war. Weil das sind schon geile Sounds. Dann, hier haben wir Orchideen. Ist auch gut angepasst an Suru Training, dass du sie siehst. Oxidaisies, Orchideen. Schön blau. Blau, beste Farbe. Beziehungsweise Türkis. Aber hier die Eisenaxt. Ist auf jeden Fall, sieht schon fresh aus. Benutzt man auch sehr oft im Suru Training. Ist ja klar. Dann hier das Inventar. Ist einfach so schwarz umrandet mit so durchsichtigen, damit man die People sieht. Und hier hat er noch so seinen Banner als Bild. Und Tag und Nacht wurde hier nicht geändert. Aber hier nochmal Rocking Cables, Chest und alles. So noch. Sieht auf jeden Fall so ein bisschen mittelaltermäßig aus. Ich feiere den Style auf jeden Fall. Ja, ich habe mal das Bild. Das hat so einen Eisenblock. Das sieht schon auf jeden Fall mehr aus als ein Bild. Ja, Leute, dann soll es doch gewesen sein mit dem Top 5 1.14 bis 1.16 Texture Packs. Sind natürlich alle in der Beschreibung verlinkt. Ja, dieses Mal habe ich es nicht gefailt, mein Hard nicht zu zeigen. Also aus dem Herzen soll es sehen. Nicht so wie beim letzten Mal. Das war richtig ein Moment. Auf jeden Fall. So, danke fürs Zuschauen. Ich habe Pommes in die Kommentare. Haut rein. Ja. So, Leute, vielen Dank, dass ihr das Video angeschaut habt. Hier kommt jetzt noch ein Video. Hier unten ist ein vorgeschlagenes Video für euch. Und da müsst ihr noch abonnieren. Oder beziehungsweise hier. Egal, auf jeden Fall, Leute. Ihr müsst jetzt hier draufklicken, ne? Müsst ihr machen jetzt.